Willkommen zurück nach dem Herzschlagfinale gegen Freezer. Am Tag, an dem Son Goku zurückkehrte, erschien ein Junge aus 20 Jahren in der Zukunft. Der Junge erzählte Son Goku, dass die ultimativen Tötungsmaschinen Cyborg Nummer 19 und Nummer 20 bald angreifen würden. Das Datum ihres Kommens, der 12. Mai, nahte sehr schnell. Das stimmt. Werden wir es schaffen? Er sagte, wir würden alle von den Cyborgs getötet werden. Auch Piccolo. Wir haben 3 Jahre trainiert, um dem vorzubeugen. Deshalb wird die Zukunft vielleicht anders aussehen, als man sie uns beschrieben hat. Seht, mir wurde einmal gesagt, ich würde einen Herzinfarkt erleiden, aber es ist nicht eingetreten. Das stimmt. Was es mit den Cyborgs auf sich hat? Einst gab es ein Verbrechersyndikat namens Rotes Band. Sie versuchten, die Welt zu erobern. Son Goku hat sie gestoppt. Dr. Gero, der letzte Überlebende, führte seine Forschung fort. Er erschuf die Cyborgs Nummer 19 und Nummer 20. Von größten Wahn besessen, töteten sie Dr. Gero und laufen nun frei herum. Lasst uns dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Okay. Das heißt, vermutlich sollen wir trainieren. Mit den beiden, oder? Du bist in Namek angekommen, Son Gohan. Der Mehrspielermodus wurde hinzugefügt. Ach so, ist er für uns nicht gerade wichtig? Bist du bereit fürs Training? Sind wir bereit fürs Training? Ja. Okay, aber vorher musst du die Parameter aufladen. Wie zum Beispiel für die Super Saiyajins. Drücke links oder rechts auf dem Control Pad für Charakterinfos. Fangen wir an. Das hätte ich fast vergessen. Das ist für dich, Son Gohan. Die 5-Phasen-Attacke erhalten. Hast du die Befehlskarte für das Spiel eingestellt? Wenn du die 4-Phasen-Attacke oder die 5-Phasen-Attacke einstellst, kannst du schnell Ki sammeln. Nun, ich schlage vor, du stellst eine 5-Phasen-Attacke unter begrenzte Attacken ein. Okay. Wir schauen erstmal, wie wir das alles bewerkstelligen wollen. Vielleicht so. Das müsste doch begrenzte Karten oder sowas sein. Ja, müsste so richtig sein. Oder am besten, da die 5-Phasen-Attacke so oft fehlschlägt, die 4-Phasen-Attacke da rein. Ach, geht gar nicht. Ah, egal, lassen wir erstmal so. Detail. Und vielleicht können wir ja verteilen. Ja. Okay, so können wir also unsere Lebenskraft erhöhen. Die Stärke vielleicht auch. Oh ja. Cool. Ist ja toll. Mehr aber nicht erstmal. Okay, Piccolo hat Level 1, das heißt, da wird es wohl nicht gehen. Nee. Krillin. Stufe 2. So und. Ach so. Okay, Son Goku. Geteilt. Da können wir auch mal die Lebenskraft erhöhen. So, Stärke. Ist ja cool. Okay, ein weiteres Rätsel haben wir gelöst. Und dann können wir mal kämpfen. Also, los geht's. Son Gohan gegen Son Goku. Das war vielleicht doof jetzt. Denn wir haben jetzt noch kein Masenko mehr, glaube ich. Scheiße. Na egal. Das war aber falsch, scheinbar. Ja. Egal. Ich wollte ja die 5-Phasen-Attacke auf der Stelle haben, wo wir die 3-Phasen-Attacke haben. Aber hat ja so nicht ganz geklappt. Bam, bam. Naja, aber so viel mehr Stärke haben wir jetzt auch nicht, oder? Kommt mir zumindest nicht so vor. Wow, bam, 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 bam. Nee, irgendwie nicht. Haut nicht so wirklich rein. Die 3-Phasen-Attacke. So.
Riskieren wir schon gleich? Ja, wir riskieren's. Dauertritt! Schluck das! Hoah, bam, 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 bam! Nein, wie doof! Das ist doch einfach so gar nicht mal cool. Oh nö. Naja, gut. Egal. Hoffen wir, dass es beim nächsten Mal klappt. Und wir mehr Schaden anrichten können. Schubidu. Aber ärgerlich, jetzt haben wir kein Masenko mehr drin. Weil ich vergessen habe, die Karten umzustellen. Also eher weniger optimal. Aber egal, müssen wir halt durch. Schubidi bubi, schubidi. Ach Mano. Wir müssen doch jetzt eigentlich mehr Stärke haben, aber das sieht man irgendwie nicht. Oh nein, Son Goku sammelt Ki. Das kann böse werden. Das kann wirklich böse werden. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Freezer-Saga hinter uns gelassen. Und die nächste Saga heißt... Ah, ne, sag ich noch nicht, oder? Ne, das sag ich noch nicht. Ist ja ein Geheimnis. Schubidi, schubidi. Bam, bam, bam. So, wird Son Goku jetzt die Super Kamehamehas einsetzen und so? Wir wissen es nicht. Aber wir werden es herausfinden. Früh genug. Aber ich schätze mal, weil Son Goku halt Kamehameha, Super Kamehameha, Genkidama kann, wird er wohl eher Strahlenattacken einsetzen. Traue ich ihm zumindest zu. Dem Guten. Okay. Was machen wir denn jetzt mal? Dauertritt? Machen wir einfach. Friss das! Ausdauer? Ach nö. Son Goku, was machst du denn? Du bist ein doofer Vater. Du bist doch doof. Okay. Achso, wir haben nur Ausdauer. Na gut. Super Kamehameha. Oh mein Gott. Wow, bam. Na gut. Wir konnten das Schlimmste abwenden. Okay. Aber ich frage mich, wo wir jetzt an der Stelle von einem 3-Phasen-Attacke eine 5-Phasen-Attacke hin machen können. Das erschließt sich mir irgendwie gar nicht, wie das gehen soll. So, 5-Phasen-Attacke. Son Goku macht ernst, aber hoffentlich wird er nicht auch, so wie Freezer, einfach mal irgendwann mit Spezialattacken angreifen. Aber ich glaube, so sind nur die Bosse. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Okay. Hand ist voll. So. Ich schätze mal, jetzt wird er wieder Ki sammeln. Aber das war doch recht ordentlicher Schaden, den wir gerade gemacht haben. Okay, Son Goku lässt sich Zeit. Und ich würde sagen, wir greifen gleich mal an. Mit Super Kamehameha. Ach Quatsch, mit Kamehameha, so. Noch nicht. Ich weiß auch nicht genau.
Doch, wir machen es einfach. Schluck das! Kamehameha! Und bitte. Na also. Ganz ordentlicher Schaden. Okay, und Son Goku sammelt Ki. Das heißt, wir müssen aufpassen. Und zwar sehr aufpassen. Was haben wir denn da alles? 5-Phasen-Attacke, 4-Phasen-Attacke. Okay. Konzentration, Contenance. Ja, es klappt. Und Son Goku hat genau falsch Ausdauer angewendet. Wie toll. Das ist doch einfach schön. So mag ich das. Okay. Und wir müssen gleich wieder Ausdauer anwenden. Nur so haben wir eine Chance. Bam, 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 bam. Aua, aua, aua. Okay. Was haben wir denn da alles? Genki Dama brauchen wir alles nicht. Doof. So. Mensch, wird aber sehr, sehr schwer werden. Was? Doppelattacke? Nein, der hat Kaioken angewendet, der Idiot. Das heißt, er hat jetzt zwei Angriffe? Boah, wie mies. Oh, wie mies. Das wird jetzt aber sehr knapp werden. Uah, bam. Au, au, au. Hä? Also ein Doppelangriff war das aber nicht, oder? Ich glaube nicht. Energiewelle. Riskieren wir es? Ich würde sagen, ja. Bam. Treffer, bitte, bitte. Na also. Und er ist besiegt. Wir haben es geschafft. Der Trainingskampf war erfolgreich. Und wir... Ein Teleport? Ja, ein Teleport. Okay. Das harte Training ging weiter, bis der 12. Mai da war. Seid vorsichtig, Son Gohan, Son Goku und Piccolo. Nimmst du nichts zu essen mit? Nein, danke. Entschuldigung, Shichi. Wir gehen jetzt besser. Son Gohans Trupp traf sich auf einer 9 Kilometer südlich gelegenen Insel, um die Cyborgs abzupassen. Als sie kamen... Tag auch! Oh, wer ist denn das? Was macht ihr denn hier? Ein Ausflug? Keine Sorge, ich verschwinde, wenn die Cyborgs kommen. Aber das Baby dort... Das Baby in deinen Armen... Ausgeschlossen. Das ist mein Baby. Du hast also Yamshu geheiratet? Nein, es ist nicht seins. Nicht seins? Du meinst wohl eher nicht meins. Na egal. Wir haben uns getrennt. Du rätst nie, wer der Vater ist. Vegeta, das Kind heißt Trunks. Woher wusstest du das? Ich habe es niemandem gesagt. Um dich zu überraschen. Reines Glück. Ich habe nur geraten. Es sieht wirklich wie Vegeta aus. Aber woher hast du seinen Namen gekannt? Vielleicht habe ich übersinnliche Kräfte? Ist das wirklich Vegetas Kind? Wir haben jetzt keine Zeit zum Schwätzen. Wo ist Vegeta überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht. Ich weiß nicht. Ich lebe nicht mehr mit ihm zusammen. Er hat hart trainiert, also wird er sicher hier sein. Ich bin sicher, er ist jeden Moment hier. Und dann schlug die Uhr 10. Da kommt etwas auf uns zu. Geschichte 12. Tarnwaffe. Auftritt des Cyborg. Eieiei, das könnte böse werden. Cyborgs? Ja oder nein? Wir werden es sehen beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.